Es gibt eine Videosequenz. Hey. Scheiße! Warte, warte, lass mich raus, lass mich nochmal raus, bitte. Dieses Spiel. Toll, ich wollte dadurch die... Dieses Spiel. Ohne Scheiß aus dem Laufwerk nehmen und voll zerkratzen und einfach aus dem Fenster schmeißen. Und hoffen, dass ein Hund drauf kackt. Hast du einen schwachen Magen, wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Part The Evil Within. Diese Kapitelüberblick, den kennt ihr von der letzten Folge. Und ich habe das jetzt extra so ausgewählt, dass wir eigentlich direkt jetzt auch weitermachen können. Habe ich schon gespeichert? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Das machen wir jetzt einfach. Boah, habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Seit dem 20.06. nicht mehr. Wahnsinn. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum nächsten Kapitel. Hätte ich mir denken können. Es ist schon wieder Werbung. Werbung als Ladebildschirm. Nein, das ist keine Werbung. Das ist einfach eine Ladebildschirm. Ladebildschirme sind ätzend. Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? Wenn ich das wüsste, Sebastians. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Gut, ich konnte hier, man hört, kein Sichtmodus nehmen. Ich kann nur durch diesen... Die Kamera ist hier also starr. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Nein, nicht alle. Lass mich los! Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Besser drin? Hörte sich ein bisschen nach dem Arzt an. Sie sehen gar nicht gut aus. Nee, nicht wirklich, aber... Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Eieiei, ja, ich verstehe das schon, aber... Bin ich denn jetzt schon wieder?
Was ist das? Die Blume, eine Sonnenblume. Das ist das Sonnenblumenfeld, wo ich verbrannt worden bin. Alles auf Sonnenblume. Bin ich das? Was ist das? Ein Stück Rauch. Ist das das Sonnenblumenfeld? Und das ist der Schatten von dem Ding? Bin ich eigentlich mit dem Gehirn gekoppelt? Ich bin ein bisschen... Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Habe ich auch gerade. Das hat mich mega erschrocken. Ja. Hat mich fast... Hätte mich fast in die Hose gekackt, Mann. So, pass auf. Da es leider noch keine Kommis gegeben hat, welches Ding ich jetzt hier öffne, öffne ich einfach. Oh, das da oben hier. Hier. Da haben wir noch ein bisschen Gehirnwasser bekommen. 16.900. Schlecht. Aber, was haben wir hier drin? Kann ich das rausnehmen? Ja, Elektrobolzen. Sah zumindest so aus, aber... Jetzt nimm den doch mal. Super. Ist irgendwas noch auf? Ne, ist alles zu. Ich habe die alle... Alles rausgefarmt. Sieht zumindest so aus. Läuft. So. Schauen wir mal hier. So, von den Kartenmaterialien habe ich wirklich wenig gefunden. Keine Fotos auf dem Tisch. An sich jetzt hier alles ziemlich ruhig. Nur, dass ich einfach viel zu wenig... Mach das Ding doch auf, Mensch. Dass ich viel zu wenig Munition bei mir trage. So, ein guter YouTuber, beziehungsweise ein guter... Mein Kumpel, ehrlich gesagt, hat mir eigentlich einen Rat gegeben, ich soll mich definitiv mal ein bisschen auf die Fitness stürzen, denn die Lebensanzeige, er sagte, die Spritzenwirkung und die Lebensanzeige ist eigentlich sehr wichtig, dass ich das mal hoch appe. Darum habe ich mich jetzt mal drum gekümmert. Wenn er das Video hier sieht, sieht er das, dass ich nicht gerade sehr weit bin mit der Spritzenwirkung, aber mit der Lebensanzeige, da habe ich eigentlich gut was hingekriegt, aber mir fehlt... Hä? Ach so, ich benötige 25.000 Punkte. Ach so. Okay. Schadensmultiplikator. Und Reserve. Ich finde ja so viele von den Kaliber 45er Munition. Und die Genauigkeit kann ich aber nicht. Magazinkapazitätsgröße kann ich auch was machen. Sehr schön. Und Crit. Crit kann ich lieber machen. Ach, das ist doch so gemein. Aber was ist das denn? Moment. So. Ich habe mich gewundert, weil da eine Medaille draufsteht. Aber das heißt wohl mehr oder weniger, dass ich es abgeschlossen habe. Okay. Das war's. Mehr kann ich eh nicht tun. Ja komm, stürzen uns in den nächsten Chaos. Aber ich kann hier nicht durch. Ich kann nicht durch den Spiegel. Vielleicht da durch den Spiegel? Ich hab's geahnt. Eine Statue irgendwo? Eine Sonnenblume. Alter, geh weg von mir.
Das ist auf jeden Fall nicht der Samurai, der nach Sonnenblumen duftet. Für die Leute, die Samurai Champloo gesehen haben, wissen ab jetzt, warum ich auf meinen Namen gekommen bin und was das für eine gute Serie ist. Aber da haben wir noch eine Kiste. Noch mehr Wasser. Schön. Schön. Hier muss unbedingt mein Gärtner ran. Das sieht so nicht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Ist auch noch mal eine Kiste. Die machen wir mal kaputt. Warte, das Haus habe ich schon mal gesehen. Ich auch. Irgendwoher kommt es mir auch bekannt vor. Aber auf jeden Fall ist es nicht der. Ist das der Gartenzaun von dem Hund? Kann nicht. Nein. Ich war hier zwar noch nie, aber Moment. Das ist doch die ganz vom Anfang. Hat nur gewisse Ähnlichkeit. Von der ersten Folge ab. Da waren über Polizeiautos. Was passiert, wenn ich einen töte? Oh. Oh. Ups. Der hat Wasser gegeben. Ach, krass. Sehr schön. Wie der so durch die Hecken gehen kann, ne? Wahnsinn. Ich kann mich daran ganz gut daran erinnern. Ich war bei meinem Kumpel. Kumpel ist eigentlich bei der Arbeit. Musste da ein Grat fertig machen. Und da haben wir auch die Abkürzung durch die Hecke genommen. Da war etwas weniger gestrüpft wie sonst. Und laut dem Bauherrn durften wir die Abkürzung auch nehmen. Und trotzdem war das echt eine. Es war, ich will sagen, das war kein Kampf, aber man hat schon derbe am Widerstand schon gespürt. Einfach so rüber geht gar nicht so. Oder hier doch mal komplett so quer durchlaufen, natürlich, macht ja auch Sinn. Aber hier scheint jetzt nichts weiteres los zu sein. Was ich finde jetzt so nichts. Guckt euch nochmal den Brunnen an, das könnte ein Warte. Da geht's noch weiter. Kann man bei der Tür nicht durch? Und falls doch, was dann? Oh Mann, Fragen über Fragen. Aber oberhalb ist keine Statue zu sehen, also kein Schlüssel. Da auch nicht. Gut. Wir klopfen da mal kurz an. Und wehe, es gibt jetzt eine Videosequenz. Hey. Scheiße! Warte, lass mich raus, lass mich noch mal raus, bitte. Dieses Spiel. Toll, ich wollte dadurch die. Dieses Spiel. Ohne Scheiß aus dem Laufwerk nehmen und voll zerkratzen und einfach aus dem Fenster schmeißen. Und hoffen, dass ein Hund drauf kackt. Habe ich schon wieder was verpasst. Und nun? Kapitel 9. Grausame Absichten. Dafür mache ich hier was kaputt. Habt ihr was davon? Ihr seid schuld wegen Vandalismus. Ihr macht mich sauer. So. Kaputt sieht das sowieso besser aus. Oh, ich kann mich hier verstecken. Notiz aus Esszimmer in Anwesen.
Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforten in einer neuen Welt. Es ist alles hier direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe, dieser Vorgang und diese Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben. Es ist offensichtlich und jetzt, wo ich es erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, was ich verloren hatte, aber brauche ich Ressourcen. Gymnetz, wie auch immer das ausgesprochen wird, dieser Schwachkopf wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Ist doch gut, dass er seinen Unterhalt verdient. Endlich hat es mal geschafft. Endlich ein guter Schritt zu der Selbstständigkeit. Natürlich ist da was anderes mit gemeint, aber ich fand das jetzt ziemlich lustig, auf dieser Perspektive es zu sehen. Da kann ich abspeichern. Und wir machen vorher nochmal diese Vase hier schön kaputt. Bam. Habt ihr davon? Hätte gerne euer Garten weiter beanschaut, aber nein, das durfte ich ja nicht. Ah, auftreten, die Scheiße. Und noch so ein kleiner Ausschnitt von dem Tagebuch von Sebastian Skalavus. Oh Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen. Den Namen. Oh, schämlich Mugen. Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitter sterben tragisch. Aus Hausband der Crimson City Elf. Februar 2012. Das ist gar nicht mal so lange her. Trotz der schnellen Eintreffens mit der Bemühung des Feuerwehrs fordere ich gestern Nachmittag ein, sich schnell auszubreiten, das Feuer in ein Wohnhaus, das Leben eines jungen Mädchens und seine Babysitter in Witch Crimson City. Der 5-jährige Lil Castellanos. Jetzt haben wir es wieder. Oh nein. Nicht der kleine Sohn. Und ihre Babysitterin Juliette Flowers, 56, gelang es nicht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen. Nein! Nein! Die sich in ein Familienhaus rasend schnell ausbreitet. Lils Eltern, beide Detektiv bei KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Och nö. Das tut mir leid, Sebastians. Ich hab's gewusst. Ich auch. Aber wir gehen sollten jetzt. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Das tun wir vielleicht. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil ich habe das Gefühl, wir kriegen gleich richtig Ärger. Leichen nahe des Landhauses gefunden. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victorians Anwesen wurde 4 Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümmelhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Ach je. Vermisst. Ruben Victoriano. Geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Ich dachte, das wäre jetzt Castellanos. Hm? Ich glaube, ich habe mich falsch verlesen oder falsch. Ich glaube, das war so. Ich speichere jetzt ab. Das Samenkorn hatten wir gehabt. Das speichern wir jetzt auch nochmal ab. Kapitel 9. Schön. Nee. Nee, da brauchen wir. Ich habe auch keinen Schlüssel gefunden. Wir gehen jetzt direkt auch weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Obwohl ich gerne auch. Wir könnten das auch so machen, weil ich jetzt echt nicht weiß, was jetzt Sache ist. Wie es da jetzt weitergeht. Machen wir ein ganz. Wir machen das jetzt einfach. Wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir auch ganz genau, was uns jetzt eigentlich noch erwartet. Denn ich glaube, das Abspeichern war nicht umsonst. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, schreibt das unter den Kommentaren.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, was von euch zu hören. Bis dann. Ciao, euer Mugen.